Guten Morgen, 5.30 Uhr, 5 Grad kalt. Boah. Ja, es war eine kalte Nacht, mein Schlafsack ist ja nur bis 10 Grad. Aber man kann sich ja was anziehen, dann geht's wieder. Und ich bin auch nicht mehr ganz alleine. Sind noch zwei Wanderer gekommen, schlafen hier im Zelt. Deswegen bin ich ein bisschen leise. Ja, ihr seht, blauer Himmel an diesem wunderschönen Ort. Ganz andere Töne jetzt endlich mal. Einfach nur Natur. Ja, aber jetzt werde ich frühstücken, zusammenpacken, irgendwann in Ruhe losfahren. Wo es hingeht, wie weit, weiß ich noch nicht so richtig. Ob ich wieder 100 Kilometer mache, keine Ahnung. Heute umfahre ich die Nordspitze des Sees in Akersund. Und dann schauen wir mal, wie weit es noch Richtung Süden geht. Also bei dem schönen Wetter kann es ja nur schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. So, ich bin hier jetzt losgefahren. Boah, es ist frisch, aber wunderbar. Ich will jetzt nicht meckern, ich kann mich ja jederzeit ausziehen. Boah, die ganze Zeit fährt man, auch gestern schon, immer auf so eine Gravel-Passagen hier festgefahren. Ziemlich, also es ist auch schon fast Asphalt so hart. Ja, und man sieht doch einige Motocross-Fahrer. Ja, zwei Gruppen habe ich gestern gesehen. Mit Gepäck, die fahren wahrscheinlich quer durch Schweden. Das ist auch so ein Paradies dafür. Aber nun habe ich jetzt wieder Asphalt. Es geht wieder mehr in die Zivilisation. Ja, aber es ist wunderbar, so ruhig. Nichts zu hören. Wunderbar. Naja, dann wollen wir mal sehen, was als nächstes kommt. Ja, der große Ort Arkensund. Ich glaube, der ist noch wieder 30 Kilometer, 20 Kilometer. Also auf jeden Fall ein gutes Stück entfernt. Und wieder ein schöner See. Ja, da gibt es ja sehr viele von. Ein Naturparadies hier. Ein Naturreservat. Ah, ist doch klasse. Aber hier an diesem See gibt es auch eine Möglichkeit zu schlafen. Das wäre noch 12 Kilometer gestern weiter gewesen. Oh nö, aber der Platz war ja super da. Ich habe da echt super geschlafen. Ja, Mücken gab es. Nicht so viele, wie man immer hört. Es waren welche da. Aber ich habe auch für den Kopf so ein Netz, so ein Moskitonetz, ist alles kein Problem. Aber es hielt sich in Grenzen, das Summen hört man ja trotzdem, aber das war voll okay. Die kommen erst noch. Aber naja, wunderschön hier. Und ja, es geht so weiter. Thank you.
Kilometer 25, da ist wieder der See. Aber da bleibe ich nicht lang, geht schon gleich wieder weg von ihnen. Aber wow, hat ein schönes Wetter. Tolles Licht. Endlich mal. Das ist ganz anders jetzt, was fahren. Oh Leute, ja. Ist halt so, aber hier ist auch so ein kleines, ja, was ist das? Ein Herrengut. Gutshaus, Herrenhaus. Ach, irgendwie sowas ist hier. So direkt schön gelegen hier am See. Oh, herrlich. Warum kann das nicht immer so sein? Naja, muss nehmen, wie es kommt. Heute nehme ich das so und da freue ich mich. Naja, weiter nach Askenton. Sieht doch super aus hier in Askesund. Ja, ich bin jetzt wieder hier an der Nordspitze des Sees. Ja, 43 Kilometer bin ich gefahren. Das bedeutet ja fast über 70 Kilometer bin ich an nichts vorbeigekommen, wo man einkaufen konnte oder irgendwas. Naja, man hätte abkürzen können, das macht so ein paar Schlenker. Da hätte man irgendwo zum größeren Ort fahren können. Aber nun stehe ich hier bei dem Wetter. Herrlich, toller kleiner Hafen hier. Ich fahre gleich jetzt noch mal ein bisschen an der Promenade längs, aber dort werde ich erstmal was essen, vielleicht noch was einkaufen, ich weiß es noch nicht. Ich bin noch mal wieder unterwegs, weil der nächste Einkaufspunkt ist natürlich auch wieder weit weg. Aber es unglaubliche Landschaften waren es wieder. Ich kann ja nicht alles zeigen, aber so viel Wald. Da sind dann plötzlich Felsen drin und Moos bewachsen und dann wieder frei. Kleine, super kleine Dörfer, typisch schwedisch. Also war eine richtig tolle Tour heute und natürlich macht es viel mehr Spaß in der Sonne. Das ist klar. Aber jetzt schaue ich mir hier noch um, wenn ich aufgegessen habe. Und dann fahre ich weiter und dann geht es auch eigentlich wieder vermehrt nach Süden. Sehr schön hier, wieder See an See hier hinter Askenund. Wunderschön. Bei dem Wetter ist doch alles gut. Sieht alles toll aus jetzt. Thank you.
da bin ich jetzt durch, was das wohl heißen mag. Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht übersetzen. Ja, die Grube ist auch aktiv anscheinend, arbeiten auch sonntags. Ja, in Schweden ist das ein bisschen komisch. Da wird auch auf Baustellen, überall wird auch gearbeitet. Selbst Müllabfuhr habe ich auch schon mal letzte Woche gesehen. Also sonntags, das ist irgendwie alles so ein bisschen Gleitzeit. Lebensmittelgeschäfte haben sowieso immer auf, jeden Tag, was auch sehr positiv ist. Aber es ist jetzt der letzte große Ort oder größere Ort vor Motola. Motola. Ja. Mal sehen, ob ich bis dahin noch fahre. Ja, 60 habe ich ja auch schon wieder. Aber es ist aber so ein tolles Wetter. Mal schauen. Hier an der schönen Kirche, mal so zwischendurch bei Kilometer 75, gibt es mal wieder eine Pause. Was soll ich sagen? Es geht weiter so. Bei dem Wetter sieht das so klasse aus. Es macht Spaß, hier so längs zu gauschen. Also ganz Sutsche. Keine große Anstrengung. Ja, es geht auch mal hoch und runter. Aber wunderschön. Tolle Strecke. Sehr wenig befahren. Einfach nur klasse. Naja. Hier mal ein bisschen Essen fassen und ein bisschen snacken. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Ja, hier könnte man bestimmt auch Wasser fassen. Ja, da hinten. Da wäre ein Wasserhahn. Naja, okay. Dann geht es gleich weiter. Das waren jetzt 16 Kilometer an so einer großen Straße. Ja, war nicht viel los. Zum Glück, es ist ja Sonntag, aber die war immer ziemlich geradeaus. Zwar auch mal einen schönen Seen vorbei, aber schön ist das nicht. Aber jetzt biege ich ab in so eine Gravelpiste wieder. Ja, wieder mal ein bisschen ruhiger, naturnahe. Das war gerade ja ein Stück, was man halt machen muss. Und hier wohnt man auch so schön, wenn man das immer so sieht. Irgendwo ganz alleine, so ein Haus. Ja, typisch schwedisch halt.
Was für ein Anblick hier, da ist ja wieder der große See. So riesig. Er ist im Moment hier so ein bisschen verzweigt. Die große Fläche ist noch nicht hier. Boah, hier sind alles private Badeplätze komplett hier an der Bucht. Ja, so rankommen tut man eigentlich nicht, das ist immer alles bebaut. Oh, Mortala ist auch nicht mehr so weit entfernt. Eigentlich wollte ich da heute gar nicht hin. Oh, mal jetzt schon Platz suchen hier. Na, ich werde es sehen, aber das ist echt genial hier. Wow, was für ein Blick. Ganz toll. Ich würde sagen, ja, 16:45 Uhr, es ist Zeit, Schluss zu machen. 100 Kilometer habe ich wieder durch. Ja, ich habe jetzt ein schönes Plätzchen gefunden, so im Wald. Ja, nichts Besonderes, außer eigenen Seezugang. Leute, was ist das denn? Schaut euch das an. Was ich hier gefunden habe, es ist so krass. Ist das fassbar? Ein Strand für mich ganz alleine. Ich weiß nicht, ob noch welche kommen, aber... Ich krieg Gänsehaut, Alter. Es ist zwar warm, aber ich krieg Gänsehaut. Oh, ist das toll. Damit habe ich nicht geredet. Ich bin einfach da reingefahren, Google Maps ein bisschen geguckt. Da geht ein Weg bis zum Wasser. Ja, kein Haus hier, erst da ganz hinten. Also jedermanns Recht, man darf es. Und ja, wunderbar. Schaut euch das an. Genial. Und das Wasser. Eindeutig badetauglich. So krass. Alter, und da hinten müsste Mortala sein. Das ist ja nur noch 8 Kilometer entfernt. Oh, da geht's morgen hin. Leute, das ist so heftig. So einen tollen Platz gefunden. Unglaublich. Ja, spekuliert habe ich hier drauf, aber ich dachte, ja, darf man nicht rein, alles privat, aber nix da. Alter Schwede, man sieht auch so ein paar Dinge, so ein paar Lagerfeuerstellen, dass ja schon öfters welche waren. Ich bin noch überlegen, wo ich denn das Zelt aufbaue, ob da oben oder ob ich irgendwo noch was anderes, besseres finde. Alter Leute, unglaublich. Perfekt. Vom Nationalpark zum nächsten tollen Platz. So hätte es doch immer sein können. Hätte ich auch gemacht. Der letzte Campingplatz wäre ja auch gewesen. Ja, da waren auch so eine Schlafplätze, aber das Wetter war halt... Ah. Und nun? Jetzt beginnt doch erst die Reise. So richtig. Über eine Woche und jetzt stehe ich hier. Das ist so krass. Ja, okay. Ich sabbel nicht viel weiter. Ich muss mir erstmal ein Plätzchen suchen. Ich muss das erstmal fassen, wo ich hier bin. Und dann melde ich mich nochmal. Also ich glaube, da gehe ich nochmal rein. Das ist auf jeden Fall hier vorne warm. Unglaublich. Baden sofort erledigt, das war richtig klasse. Aber man hat gemerkt, hier vorne ist es schön warm, die ersten 10 Meter und danach wird es kalt, obwohl es eigentlich noch weit raus anscheinend sehr flach wird. Aber alles wieder sauber, richtig frisch. Ja, leider, da hinten ziehen irgendwie Wolken auf. Verdammt, gibt wahrscheinlich, naja, Sonnenuntergang wird eh nicht geben, weil der wäre irgendwo hinter den Bäumen. Ja, das wird jetzt nichts, aber das war einfach klasse. Jetzt bin ich wieder sauber, ich bin wieder gewappnet. Das war richtig klasse.
Oh, herrlich. Es ist nicht super warm, es sind nur 16 Grad oder 15, 16 Grad. Aber dadurch kein Wind ist, wenn man bedenkt, vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen, da hat das so gestürmt, da hätte man sich hier kaum halten können. Da wäre genau vom See gekommen und nun sitze ich hier in der Sonne. Herrlich. Ja, und was? Essen gibt's. Ja, ich habe da noch Würstchen von gestern. Was habe ich gedacht, was kaufe ich? Könnt schon ahnen. Kartoffelsalat. Ist doch genau das Richtige am Strand, oder? Boah, ja, da habe ich jetzt Hunger drauf. Ich gucke jetzt auf die See und esse was. Und genieße das einfach hier. Hier zu sein. Das ist so krass. Ich bin so durch den Regen gefahren und jetzt sitze ich hier in der Sonne. Mit Pech kommt da noch Regen, wie man das sieht. Da hinten regnet es. Aber ist mir jetzt egal, ich kann mich jetzt ins Zelt verkriechen. Alt werde ich bestimmt nicht, ich war heute Morgen doch relativ früh wach. 4:30 war ich schon wach. Jo, aber egal. Ich werde jetzt erst was essen. Mahlzeit. Ja, echt ehrlich hier, was für ein Plätzchen. Ich wiederhole mich, aber genial. Ich muss sagen, Plan A ist bis jetzt immer aufgegangen irgendwie. Das Einzige war immer, ob es regnet oder stürmt, wo ich denn lande. Mein Plan war, wenn es geregnet hätte, da in der Stadt vielleicht unterzukommen. Gibt es auch einen Campingplatz oder auch Hotels. Also ich bin eigentlich immer so mit den Etappen hingekommen, dass da irgendwas immer geht. Ah, aber das ist ja genial. Dass natürlich das hier möglich ist, dass ich hier hinkommen kann. Ich habe das ja bloß bei Google Maps gesehen, dass hier ein Weg hinführt. Ja, toll. Es hat geklappt. Unglaublich, dieses Jedermannsrecht. Echt toll. Es waren sogar Spaziergänger gerade eben hier. Haben nur gegrüßt, das war's. Oh, unglaublich. Aber was man sieht, ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sieht, es schwirrt in der Luft. Aber das sind alles nur Fliegen. Eintagsfliegen oder was weiß ich, keine Mücken. Und auch nicht die ganz kleinen Fliegen, die es ja auch geben soll. Ein Glück. Aber im Zelt ist man ja ein bisschen sicherer vor Mücken. Aber egal, das ist einfach nur genial. Der Tag auch, der ist so gut gestartet, wo ich aufgewacht bin heute Morgen im Shelter da. Oh. Ganz grandios. Und dann dieses Wetter, endlich dieses schöne Wetter. Oh, ich bin so erleichtert. Über die Wetteraussichten, es sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Also ganz, ganz viel Regen kommt da nicht. Morgen vielleicht sogar wieder viel Sonnenschein, aber das, was hier jetzt da an Wolken ist, haben sie auch nicht vorhergesagt. Also werde ich sehen. Ja, sind wieder über 100 Kilometer geworden, aber ich muss sagen, ging eigentlich ganz gut. Es war ja auch viel auf Straße oder Schotterpisten, die ziemlich hart waren. Da lässt es gut rollen. Ich würde sagen, steilen Berge waren nicht so viele, ein paar kleine kurze Stiche und alles gut. Aber man war ja wieder in Gegenden. Man kann ja nicht immer alles zeigen. Wird eine Felsenlandschaft manchmal zwischendurch, die Wälder sehen aus. Oh, unglaublich. Und auch immer wieder Aussichten auf Seen, auf kleine, auf große, wie hier, den ich umrunde. Einfach nur genial gelaufen heute. Schade, dass die anderen Tage nicht so waren. Dann wird es auch genauso toll aussehen. Ja, ich hoffe, dass ich die Regenklamotten weiterhin nicht brauche und dass es morgen weitergeht. Es ist, glaube ich, morgen schon Tag 10. Unglaublich. Ja. Morgen ist schon wieder Montag. Manchmal kommt man hier gut mit den Wochentagen durcheinander, weil hier ja die Läden ja aufhaben. Aber egal. Es war super genial der Tag. Wunderherrlicher Platz hier. Alter, wunderherrlichst. Also einfach nur genial. Also besser geht's nicht.
Und ich bin wieder gewaschen und es kann wieder weitergehen. Wo ich morgen lande, spezial, so ganz weiß ich es nicht, wo ich lande, ob ich wieder so einen Platz finde wie hier. Plan A gibt es immer. Aber morgen fahre ich rüber zur Stadt Motala. Ja, und dann fahre ich vielleicht mal nicht mal ein Stück am See rundherum. Werde ich sehen. Werdet ihr sehen, wie gut ich morgen drauf bin. Aber ich merke, die Beine sind gut drauf. Auch jetzt schon nach dem leckeren Essen. Alles genial, alles super. Oh, einfach nur herrlich. Genau deswegen bin ich hier losgefahren, um das hier zu erleben. Naja, ich beende das jetzt hier. Ich schätze mal, das hat wieder sehr, sehr schöne Bilder gegeben. Ja, also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Adieu. Ciao, tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich genieße den Abend hier noch, aber alt werde ich nicht mehr. Also tschüss. Tschüss.